Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute geht es in die 11. Lesung des super tollen Buches, finde ich ganz persönlich, über die Geschichte von den Jesuiten von Griesinger. Und ich sage super toll, nicht irgendwie so mal oder weil ich jetzt lustig sein will. Ich habe in diesem Buch so viel gelernt, gestern noch, oder heute Nachmittag noch, habe ich mit Brett in Cold World Babylon gelesen und habe Dinge von diesem Buch gebrauchen können dazu. Und das sage ich auch immer in Cold World Babylon, wenn wir da Lesungen drin machen. Heute ist übrigens der 23. März, Sabbat, Freitagabend. Ich habe schon zwei Lesungen hinter mir. Also, was ich immer sage im Englischen in den Lesungen ist, wenn man diese ganzen verschiedenen Bücher liest, dann lernt man so unglaublich, nicht nur zwischen den Zeilen zu lesen, sondern man lernt vor allen Dingen auch zu kombinieren und Punkte miteinander zu verbinden. Und man sieht auf einmal Zusammenhänge, die einem gar nicht deutlich sind, wenn man nur ein Buch liest. Aber wenn man verschiedene Bücher zu demselben Thema liest, die in verschiedenen Zeitepochen geschrieben wurden, die von verschiedenen Autoren geschrieben wurden, die verschiedene andere Quellen anholen, um das Gesagte oder Geschriebene zu beweisen, dann formt sich einem ein Bild. Das ist unglaublich. Man bekommt eine so andere Sicht auf die Geschichte, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist eine Erfahrung, die möchte ich unheimlich gerne mit euch teilen. Und ich hoffe, dass die Lesung dieses Buches von Griesinger, von 1866 einmalhin schon, dazu beiträgt, dass auch ihr diese Erkenntnis gewinnt und eine viel bessere Sicht auf die Geschichte bekommt. Und dadurch, dass ihr die wirkliche Geschichte auf diese Manier mal präsentiert bekommt, nicht nur die Gegenwart besser begreifen könnt, sondern ganz einfach verstehen könnt, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind. Also nicht nur verstehen, das ist heute so, sondern warum ist es so? Was ging dem allen vorab? Was ist da im Grunde vorher gebaut worden? Wo ist das Fundament? Ja? Wenn man draußen vor dem Wolkenkratzer steht, sage ich jetzt mal, wie damals vom World Trade Center oder so, ist das ja unglaublich beeindruckend. Aber wie kommt das dahin, wenn man das Fundament dann mal sieht, dass zum Beispiel da, was weiß ich, das ging ja glaube ich 50 Meter tief in die Erde rein oder sowas. Das ist jetzt mal nur für ein Gebäude, aber das ist ja mit Geschichte genauso. Wir gucken teilweise auf Dinge, die heute passieren, in demselben Erstaunen, indem wir zum Beispiel solche Gebäude angeschaut haben, solche Riesenbauten. Und diese Buchlesungen geben uns die Möglichkeit, wirklich einzutauchen in die Fundamente, die dahinter stecken und warum diese Dinge so sind, wie sie sind. Und genau das finde ich so faszinierend an dieser Buchlesung. Also nicht nur an dieser, sondern an allen Buchlesungen, aber eben vor allem daran, dass wenn man verschiedene solcher Bücher liest und dann sicher noch in verschiedenen Sprachen, und ich schränke mich auch nur auf zwei Sprachen, ich habe ja nur Englisch und Deutsch, wo ich Bücher drin lese. Ich lese keine Bücher in Flämisch und ich bin nicht gut genug, um sie in Französisch zu lesen. Also von daher sind das ja nur zwei Sprachen. Aber wenn man dann die verschiedenen Punkte miteinander verbindet, das gibt auf einmal so ein Gefühl von, wow, das ist, wenn man das begreift, dann gibt mir persönlich das auch noch viel mehr Zufriedenheit und Genugtuung. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die richtigen Worte sind, die ich dafür ausdrücken kann. Und Dankbarkeit, dass der Herr mich errettet hat und mich in diese Wahrheit leitet. Genau wie in der Bibel geschrieben steht. Der Heilige Geist wird über euch kommen und der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Alle Wahrheit ist natürlich hauptsächlich die Bibel. Da wollen wir gar nicht mal drüber diskutieren. Aber diese säkulären Studien, verbunden mit dem Bibelstudium, das ist für mich persönlich das Nonplusultra. Und es freut mich, dass ich euch daran teilhaben lassen kann. Deswegen möchte ich jetzt ohne größere Verzögerung zur nächsten Lesung kommen. In dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten, oder besser gesagt die Jesuiten, ihre vollständige Geschichte, ihre offenen und geheimen Wirksamkeit von Theodor Griesinger. Wir hatten letztes Mal gestoppt auf Seite 102 in dem Buch, 120 im PDF, wie ihr hier sehen könnt. Und ich werde jetzt fortfahren. Ich werde nur den letzten Satz auf Seite 101 nochmal lesen und werde dann fortfahren. Und dann werden wir uns die nächste Stunde beschäftigen mit
wo wir letztes Mal geblieben sind, nämlich die Auslandsmissionen in Asien. Wir sind ja jetzt dem Francis Xavier, wo ich ja letztes Mal gesagt hatte, dass wohl vielleicht der Franziskus doch wohl den Namen genommen hat wegen dem Franziskus Xavier und hab ja gesagt, weshalb. Wegen Franz. Nein, jetzt habe ich die Dinge durcheinander geschmissen. Nein, nein. Ich hatte gesagt, dass der Franziskus wohl doch seinen Namen wegen Franz von Assisi genommen hatte, weil der in der Friedensverhandlung damals da mitgewirkt hat. Zwischen den Moslems und den und Europa. Als Friedensmittler. Deswegen hatte ich das gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, war das überhaupt in dieser Lesung. Also, Entschuldigung, aber der Name Francis hat mich jetzt eben von der Rolle gebracht. Francis Xavier jedenfalls ist der Jesuitenpater, der gleich nach Anfang der Gründung der Jesuiten ausgeschickt wurde, um in den asiatischen Raum zu gehen. Und wir hatten letztes Mal gelesen, wie er in Indien, in Goa, ankam und wie er da seine jesuitischen Missionen aufgebaut hat, ausgestattet mit päpstlichen Breven, also Briefen und Bullen, die ihm natürlich eine gewisse Macht verliehen haben. Und jetzt haben wir gerade eben gelesen, dass er in Japan gelandet ist. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich die Stadtnamen ab und zu mal ein bisschen zerreiße oder so, aber das ist mir völlig wurscht, das könnt ihr ja selber nachsuchen, wie das richtig heißt. Aber es geht hier ja um das Erzählte und nicht unbedingt um die Stadt, genau richtig zu sagen. Also ich weiß auch nicht, warum ich da manchmal die Buchstaben einfach nicht richtig auf die Reihe kriege. Also fangen wir an hier oben in dem Satz. Nachdem er aber dieses zustande gebracht und den Paul Camerti unter dem Titel eines Generalsuperiors zu seinem Stellvertreter, den Anton Gomez aber zum Rektor des bereits sehr einflussreich gewordenen Kollegiums vom heiligen Paulus ernannt hatte, schiffte Francis Xavier sich im Sommer 1549 in Begleitung Angers und des sehr eifrigen Paters Kome von Torres nach Japan ein und landete daselbst am 15. August, also Maria Himmelfahrt, am 15. Jahrestag des Gelübdes von Montmartre in dem Hafen von Tanrama oder Tangoruma, der Hauptstadt des Königreichs Garuma oder Shuma. Nominell nämlich bildete Japan damals, wie auch jetzt noch, nur eine einzige Monarchie, und zwar ein Kaisertum mit der Hauptstadt Miyato, in welcher der Kaiser unter dem Namen eines Dairi oder Mikado thronte. Ist das da Miyako oder Miyalo? Ist das Miyako hier, ne? Hauptstadt Miyako, in der er wie ein Dairi oder ein Mikado thronte. Allein das große Ganze war zu jener Zeit in verschiedenen Provinzen oder Königreiche abgeteilt, deren Beherrscher faktisch ganz unabhängig regierten, und eben eine dieser unabhängigen Provinzen bildete das Königreich Shuma. Nun war der oben genannte Ungar mit dem Beherrscher von Shuma von früher her ziemlich befreundet. Und infolgedessen wurde Franz Xavier am Hofe nicht bloß gastlich aufgenommen, sondern erhielt auch sogleich von dem sehr toleranten Könige die Erlaubnis, das Christentum zu predigen. Naja, er hätte mal die Erlaubnis bekommen sollen, das Christentum zu predigen, stattdessen predigte er Katholizismus, und da fängt es eben an, mit schief zu gehen. Von dieser Erlaubnis machte Xavier, wie man sich wohl denken kann, also bald Gebrauch. Allein leider nicht mit dem Erfolge, den er sich vorher versprochen hatte, denn einmal blieben seine Predigten den Zuhörern fast gänzlich unverständlich, da er das wenige Japanische, welches er durch seinen Umgang mit Ungar erschnappt hatte, in einem bunten Jargon mit Spanisch, Italienisch und Lateinisch mischte, und zum anderen kamen seine Manieren. Er trommelte die Leute ebenfalls mit der Schelle in der Hand zusammen, wie in Goa und Umgebung, den auf einer ziemlich hohen Stufe der Bildung stehenden Japanesen allzu possenreich und charlatanmäßig vor, als dass seine Worte hätten Eindruck machen können. Solches fühlte Xavier nach Verfluss einiger Zeit nur zu deutlich heraus, und da er also begriff, dass er auf dem bisherigen Wege sein Ziel unmöglich erreichen konnte, entschloss er sich kurzweg einen anderen Menschen anzuziehen und aus einem Jesuiten ein Bonze zu werden. Also er entschloss sich, einen anderen Menschen anzuziehen, wie wir eben wissen,
die Jesuiten sind alles für jeden und sie sind Chamäleons. Ja? Also, er sagt, anstatt sich jetzt als Jesuit vorzutun, tue ich mich dann eben als Bonze vor. Ein Bonze? Sagt der Leser verwundert. Aber er wird sich nicht mehr wundern, wenn er sich daran erinnert, dass die Bonzen niemand anders waren und sind als die Oberpriester des in Japan bei weitem am meisten verbreiteten Kults des Buddhismus. Und dass dieser Buddhismus selbst in sehr vielen Dingen mit dem römisch-katholischen Kultus übereinstimmt. Ja, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, dass der Buddhismus in sehr vielen Dingen mit dem römischen Katholizismus übereinstimmt oder mit dem Kult des katholischen Katholizismus übereinstimmt. Da verweise ich auf meine Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, das ich ja in 2016 auf meinem Kanal als erstes deutschsprachiges Buch gelesen habe, wo wir ganz deutlich sehen, dass all diese heidnischen Religionen allemal, allesamt, könnt ihr sie alle in einen selben Sack stecken, alle ihren Ursprung haben in Babylon. Und so auch der Buddhismus. Ja? Mein niederländischer Freund, der Perry, der erzählt dann immer, ja, ich habe den Padarama gelesen und der Buddha, das war ein toller Mensch und dies und das geht gar nicht zurück auf Babylon. Ich sage, weißt du was, lies die Geschichte und da wirst du sehen, wie das gemeint ist, wo der Buddhismus herkommt, wo der sich rausentwickelt hat und dass der eben auch mit dem römisch-katholischen Kultus sehr viel übereinstimmt. Ja, alleine schon die Gebetsarten und Weisen, wie sie das machen, das ist eine Art Meditieren und das ist genau das, wovor Jesus Christus immer gewarnt hat. Ja? Buddhismus selbst ist in sehr vielen Dingen wie der römisch-katholische Kultus. Das hilft natürlich Francis Xavier hier und das ist auch logisch. Und das ist der Grund, weshalb die wahren Christen sich so von all diesen anderen ich sage jetzt mal, Religionen unterscheiden. Ich will das Christentum, das Bibelfolgen von Jesus Christus gar nicht als Religion bezeichnen. Aber die Bibel sagt selbst, dass das die einzig wahre Religion ist. Und alle anderen sind angenommene, menschengemachte Religionen. Aber das hilft natürlich dem Francis Xavier hier, dass der römische Katholizismus viel von dem Kultus zurückzufinden hat im Buddhismus. So gibt es hier wie dort Klöster mit Nonnen und Mönchen. Und selbst an Eremiten fehlt es nicht. So haben die Buddhisten wie die römisch-katholischen einen Bilder- und Reliquiendienst nebst Prozessionen, Wallfahrten und Heiligenanrufung. So beten beide den Rosenkranz und kasteien ihren Leib mit Fasten und anderen Entbehrungen. So scheren die Bonzen oder Lamas, wie man in Tibet sagt, das Haupt ganz wie die römischen Priester. Und beide müssen ihre Tage in ehelosem Zustand hinbringen. Dafür werden sie aber auch beide vom Volke mit großer Beehrung behandelt und üben einen bedeutenden Einfluss auf dasselbe, also das Volk, aus. Auf diese Art verhielt es sich in Japan mit der herrschenden Religion. Und was Wunder nun also, wenn Xavier sich entschloss, in Kleidung, Sitten, Lebensweise und Manieren ein Bonze zu werden? Als Jesuite hatte er bisher nur Ärgernis gegeben. Als Bonze aber hoffte er ebenso gut Einfluss zu gewinnen wie seine Kollegen. Und dann konnte er unter der Hand das Christentum statt der buddhistischen Vielgötterei einführen. Man sieht, sein Zweck war gut und darum genierte ihn auch die Unehrlichkeit des Mittels nicht im geringsten, wie denn die Jesuiten in dieser Beziehung nie skrupulös gewesen sind. Allein sein Kunstgriff sollte ihn deswegen noch nicht zum Ziele führen. Die rechtmäßigen Neuerer loszuwerden und... Neuerer oder Reuerer? Was ist das hier für ein Wort? Nochmal eben gucken. Die rechtmäßigen Bonzen nämlich bewegten Himmel und Erde, um den gefährlichen Neuerer loszuwerden und stellten dem Könige vor, dass dem Reiche die größte Gefahr drohe, wenn er einem elenden, hergelaufenen Fremdling gestatte, den alten Schutzgöttern Japans Hohn zu sprechen und dafür einen anderen, bis jetzt ganz unbekannten Gott einzuführen, welcher einen Nebengott dulden wolle. Auch fügten sie zu dieser Vorstellung noch die Drohung, die übrigen Könige Japans um Hilfe anzurufen, wenn Xavier nicht aus dem Reiche entfernt würde, und wenig hätte gefehlt, so wäre durch ihre Aufwiegelung eine große Revolution entstanden.
Unter solchen Umständen beschloss der König, von dem bisher befolgten Grundsatz der Toleranz abzugehen und erließ sofort ein Dekret, worin er alle seine Untertanen die Annahme des Christentums bei Todesstrafe verbot. Dem Franz Xaver aber bedeutete er, seine Staaten in kürzester Frist zu verlassen, wenn ihm anders etwas an seinem Leben liege. Natürlich blieb jetzt dem großen Heidenlehrer nichts übrig, als dem Befehle augenblicklich Folge zu leisten, und er verließ also die Stadt Tanrava nach einem beinahe einjährigen Aufenthalt, ohne irgendetwas ausgerichtet zu haben. Allein, wohin sich wenden? Nach Goa zurück oder auf die Gefahr hin, ebenso wie in Shuma behandelt zu werden, in ein anderes japanisches Königreich? Er brauchte übrigens nicht lange unschlüssig zu sein, denn er erfuhr gleich darauf, dass sich einige portugiesische Schiffe in dem Hafen von Firando, der Hauptstadt des einer benachbarten Provinz gleichen Namens, befände. Und da er nun natürlich hoffte, dass er unter dem Schutz dieser Schiffe von dem König von Firando etwas freundlicher behandelt werden würde als von dem Beherrscher Schumas, so machte er sich augenblicklich nach oben genannter Seestadt auf den Weg. Auch täuschte er sich in seiner Hoffnung durchaus nicht, umso weniger, als die beiden Könige von Firando und Shuma Todfeinde waren, und es wurde ihm sofort die Erlaubnis gegeben, so viel Proselyten zu werben, als er nur könne. Er aber benutzte diese Erlaubnis so gut, dass er in Firando innerhalb 20 Tagen mehr Taufen verrichtete als vorher in Tanrova in einem Jahre. So berichten wenigstens seine Biographen, und wir lassen es dahingestellt, ob es sich so verhielt oder nicht. Tatsache aber ist, bis er den Dairi selbst in seiner Hauptstadt Miyako bekehrt, oder bin ich jetzt hier verrutscht von der Seite oder was? Tatsache aber ist, dass er doch daran verzweifelte, etwas Großartiges auszurichten, bis er den Dairi selbst in seiner Hauptstadt Miyako bekehrt oder wenigstens die Erlaubnis zum Bekehren von ihm ausgewirkt haben würde, und dass er sich deshalb den Kurme von Torres zum Weiterwirken zurücklassend, schon nach einem Aufenthalt von wenigen Wochen dahin auf den Weg machte. Allein ging er aber deswegen noch nicht, sondern er nahm vielmehr zwei neugelehrte Japanesen mit Namen Matthias und Bernhard mit, und über den begleitete ihn ein Dolmetscher, der Fernandes hieß. Nach vielen Fährlichkeiten, also Gefahren, und nachdem er unterwegs, wo er überall Proselyten zu machen versuchte, mehr als einmal nahe dran war, gesteinigt zu werden, es geht aus den Berichten seiner innigsten Anhänger klar hervor, dass man ihn nur deswegen laufen ließ, weil man ihn für einen Narren hielt, denn Narrheit ist im Orient eine bessere Schutzwehr als irgendeine Waffe. Kam er endlich im Februar 1551 in der großen Hauptstadt Japans an und begab sich da sogleich auf den größten öffentlichen Platz, um den Leuten das Evangelium zu predigen. Wollen wir eben ein anderes Bild nehmen hier von der Buchlesung. Aber was für eine Predigt war dies? Mein Gott, man sollte es kaum für möglich halten, dass ein nur halbwegs vernünftiger Mensch glauben konnte, auf diese Weise irgendwen zu seiner Meinung zu bekehren. Zwar allerdings, den Hokuspokus von Goa erlaubte er sich nicht zu wiederholen, aber er predigte vermittelt eines Dolmetschers, weil er noch immer das Japanische allzu schlecht verstand, um auch nur ein paar zusammenhängende Sätze herausbringen zu können. Da gehen wir mal eben in eine Fußnote rein hier. Moment. Kennzeichnen, dass ich das zurückfinde. Xavier selbst schrieb, sagt die Fußnotier von Griesinger am Ende der Seite, Xavier selbst schrieb wörtlich an Ignaz von Loyola, Zitat, wenn ich ihre, also der Japanesen, Sprache verstünde, so zweifle ich nicht, dass recht viele Ungläubige die christliche Religion annehmen sollten. Wollte Gott, dass ich sie bald erlernete. Dann alsdann hätte ich Hoffnung, der Kirche einigen Dienst zu erweisen. Gegenwärtig aber sind wir unter den Ungläubigen wie die Bildsäulen, die nicht reden können. Sie sprechen viel zu uns, aber wir können ihnen nicht antworten, weil wir nicht wissen, was sie uns sagen.
Ende Zitat. Hat er selbst an Loyola geschrieben. Das heißt, den Brief gibt es in irgendwelchen Archiven. Man denke sich nun das Lächerliche in einer solchen Situation. Man denke sich ferner, dass der Dolmetscher Fernandes das Spanische sehr schlecht verstand und daher alles, was Xavier sagte, verkehrt vortrug. Wahrhaftig. Es war kein Wunder, dass die Religion, die Xavier predigte, zum allgemeinen Spott wurde und dass derselbe sich nirgends öffentlich sehen lassen konnte, ohne von den Straßenjungen, die ihn für einen Tollwitzigen hielten, verfolgt zu werden. Trotz all dem hatte er die Kühnheit, eine Audienz bei dem Kaiser zu begehren. Allein er wurde einfach abgewiesen und hatte von den kaiserlichen Bediensteten zum Schaden auch noch den Spott. Somit blieb dem eifrigen Missionär nichts übrig, als sein Heil anderswo zu versuchen, und er begab sich sofort nach Amanguchi, der Hauptstadt des Königreichs der Provinz Nangate. Leider jedoch sollte er auch hier nicht viel glücklichere Erfolge erzielen, obwohl er so klug war, in reicher Bonzenkleidung aufzutreten und dem Könige mehrere Präsente, wie zum Beispiel eine hübsche Schlaguhr, ein wohlklingendes harmonisches Instrument und andere ähnliche Kleinigkeiten zu übergeben. Die Japanesen blieben einmal dabei, den fremden Bonzen für einen Narren und ihre angestammte Religion für vernünftiger, als sie von den als die von dem Narren gepredigte, zu halten. Nunmehr erfuhr aber Xavier, dass diese Religion eigentlich aus China stamme. Und da er sofort kalkulierte, dass es ihm ein leichtes sein müsse, das Kaisertum Japan zu christianisieren, wenn er erst das besagte Stammland belehrt haben würde, so entschloss er sich augenblicklich nach China aufzubrechen. Entschuldige, ich bin immer noch altdeutsch aufgelehrt, also bei mir heißt das China und nicht China, wie sie oftmals heute sagen. Der Weg dahin führte ihn nach der Seestadt Bungo, der Residenz eines anderen japanesischen Königs, und vor dieser lagen damals mehrere portugiesische Schiffe vor Anker, welche Eduard von Gama, ein Abkömmling des berühmten Vasco da Gama, befehligte. Das war ein Glück für Franz Xavier, denn Eduard da Gama wusste genau, in welch hoher Gunst der Missionär bei König Johann III. Stehe. Und nicht minder bekannt war ihm, dass die politische Klugheit es erforderte, das Missionswerk in Japan zu fördern, weil es nur dadurch möglich sei, dieses verschlossene Reich dem europäischen Handel zu öffnen. Demgemäß ward Xavier von ihm wie ein großer Herr mit Ehrenbezeugungen aller Art und unter dem Donner der Kanonen empfangen. Und dies hatte zur Folge, dass sich sofort der Beherrscher von Bungo danach erkundigte, was diese Kanonenschüsse zu bedeuten hätten. Man sagte ihm, es geschehe alles einem heiligen europäischen Bonzen zu Ehren, der an Bord des Admiralschiffes gekommen sei, und setzte auf die Frage des Fürsten, ob er denn diesen berühmten Mann nicht zu sehen bekommen werde, hinzu, derselbe habe die Absicht, seiner Majestät in den nächsten Tagen seine Aufwartung zu machen. In der Tat fand dann auch diese Aufwartung statt, aber nicht auf die gewöhnliche Weise, sondern mit einem solch großartigen Pompe, als man nur irgend möglich machen konnte. Alle Schiffe zogen ihre Flaggen auf, alle Kanonen wurden gelöst, die ganze Schiffsmannschaft wirkte mit und die sämtlichen Offiziere hatten sich in die höchste Gala geworfen. In einer Fußnote lesen wir hier, der ganze Zug fuhr in drei letztlich geschmückten Barken, man hatte über dieselben zierliche Zeltdächer ausgespannt und die Bänke mit den prächtigsten persischen Teppichen belegt, ans Land, und jedes Boot führte seine eigene Musikbande, welche die herrlichen Weisen blies, während die Kanoniere die Stücke erlösten und die sämtlichen Matrosen Hurra schrien. Am Land angekommen, stellte sich Eduard von Gama mit entblößtem Haupte und einem Marschallsstab in der Hand an die Spitze, und ihm folgten ebenfalls entblößten Hauptes fünf der vornehmsten Portugiesen, welche die dem Könige von Bungo bestimmten Geschenke mit einem
ziselierten Gold verziertes Zepter, eine herrlich eingebundene Bibel, schwarze mit Perlen gestickte Samtpantoffeln, die Jungfrau Maria in Öl gemalt und einen prächtigen Sonnenschirm trugen. Drauf kam Franz Xaver daselbst, gekleidet in ein mit Edelsteinen besätes Chorhemd von indischen Muffelin sowie eine mit Diamanten besetzte Stola von Goldbrokat. Und ihn umgaben 30 reich gekleidete und mit goldenen Ketten und Edelsteinen geschmückte Seeoffiziere, alle von hohem Adel. Den Schluss des Zugs bildeten Matrosen und Seesoldaten, natürlich alle in ihren Sonntagsgewänden und mit dem Hut in der Hand einschreitend, denn die Ehrfurcht vor Franz Xaver ließ nicht zu, dass sie ihr Haupt bedeckten. Also das ist ja wohl eine ganz schöne Prozession, die wir da erleben. Mit einem Wort, es geschah alles, um die Einwohner nebst dem Könige von Bungo zu überzeugen, dass der Missionär Franz Xaver ein hochwichtiger Herr sei. Und in der Tat wurde er auch infolgedessen nicht nur von der ganzen staunenden Masse als der Großbonze von Europa angesehen, sondern von dem Regenten selbst mit ganz ungewöhnlicher Auszeichnung angenommen oder aufgenommen. Überdem erhielt er sogleich Erlaubnis, irgendwen und so viel er nur wollte, zum Christentum zu bekehren. Und von dieser Erlaubnis machte er natürlich den umfassendsten Gebrauch. Bald jedoch wendete sich das Blättlein wieder, denn die eingeborenen Bonzen, befürchtend etwas von ihrem bisherigen Einfluss zu verlieren, suchten das Volk gegen den Bonzen von Chemachikogin, so nannten sie Portugal, gegen den Bonzen von Portugal aufzuwiegeln, und überdies stellten sie dem Könige Himmel und Hölle vor, wie gefährlich die neue Lehre für den Staat sei. Ja, als der König ihnen nicht sogleich willfahrte, weil er die Portugiesen nicht vor den Kopf stoßen wollte, beriefen sie gar eine Art Bonzenkonzilium in der Stadt Bungo zusammen. Es erschienen im Ganzen gegen 3000 und forderten den Fremdling auf, seine Lehrsätze vor den versammelten Konzil öffentlich zu verteidigen. Dieses Religionsgespräch fand auch wirklich statt, blieb jedoch, wie man sich wohl denken kann, resultatlos. Mit anderen Worten, es schrieb sich jede Partei den Sieg zu und hatte dazu umso mehr Recht, als sie einander nicht einmal richtig verstanden. Was für ein Palaver muss das gewesen sein. Das Volk aber scheint sich durchaus auf die Seite seiner eingeborenen Priester gestellt zu haben, und es entstand daher eine solche Gärung, dass die Portugiesen selbst aus Furcht vor einer Revolution auf die Entfernung Xaviers drangen. Infolgedessen verließ der Missionär am 20. November 1551 nach einem Aufenthalt von 27 Tagen die Stadt Bungo, nicht jedoch ohne einen Hirten für die kleine Herde, welche er gewonnen hatte, zurückzulassen, und segelte auf einem ihm von Admiral Gama zur Disposition gestellten Schiffe nach der Stadt Canton, welche eine der ersten im chinesischen Reiche ist. Ein Sturm nötigte ihn übrigens, auf einer kleinen Insel unterwegs zu landen, und hier erfuhr er von einigen portugiesischen Kaufleuten, dass es keinem Fremden erlaubt sei, die Grenzen Chinas zu überschreiten, außer wenn er in der Eigenschaft eines Gesandten komme. Er ließ also das Schiff, wie sich der Sturm gelegt hatte, statt nach Canton nach Goa hinwenden und drang, dort angekommen, mit allem Eifer in den Vizekönig. Derselbe hieß damals Don Alfons von Coronha, eine Gesandtschaft nach Peking abzusenden, unter deren Fittichen er in dieses verschlossene Reich eindringen konnte. Also Fittichen, das schreiben wir heute mit CH, ne? Fittichen, ist aber dasselbe, ne? Unter deren Fittichen er in dieses verschlossene Reich eindringen könne. Der Vizekönig wollte anfangs nicht drauf eingehen, ließ sich aber endlich doch bewegen, dem reichen Kaufmann Jacques
Pereira, der gerne in chinesischen Waren spekuliert hätte, das Patent eines Gesandten auszufertigen, und mit ihm reiste Franz Xavier, begleitet von einigen weiteren Mitgliedern der Gesellschaft Jesu, die er sich im Kollegium auslas, am 14. April 1552 von Goa ab. Der Weg führte über Malakka und dort wurde er erstmals gelandet. Allein, es wäre besser für sie gewesen, wenn sie ohne Aufenthalt vorbeigefahren wären. Dem hier residierenden portugiesischen Statthalter nämlich, einem stolzen Adeligen namens Don Alvarez von Utande, kam es ganz ungeheuerlich vor, dass ein gewöhnlicher bürgerlicher Kaufmann an den größten Monarchen Asiens als Gesandter geschickt worden sein solle, und er erklärte daher, die Gesandtschaft nicht abgehen lassen zu können, bis er vorher nähere Nachrichten vom Vizekönig aus Goa erhalten hätte. Franz Xavier protestierte gegen jeden Aufenthalt und tat den Don Alvarez, als dieser sich durchaus nicht fügen wollte, in den Bann. Allein auch dies hielf nichts, also exkommunizieren half nicht. Im Gegenteil wurde der stolze Mann nun so aufgebracht, dass er sofort die ganze Gesandtschaftsflotte bis auf Weiteres mit Beschlag belegte. Darüber wurde Franz Xavier fast toll, also verrückt, und entfloh, die meisten seiner Gefährten in Malakka zurücklassend auf einer kleinen Barke, deren Bestimmungsort die Insel St. Xian war. Von hier aus, die besagte Insel liegt an der mittägigen Küste von China, unweit der berühmten Stadt Canton, hoffte er sich mit Leichtigkeit in das himmlische Reich einschmuggeln zu können, und es wäre ihm dieses auch mit Hilfe eines chinesischen Kaufmanns, den er bestach, ohne Zweifel gelungen, wenn nicht die Vorsehung Gottes bereits anderweitig über ihn verfügt gehabt hätte. Kaum war er nämlich nach einer stürmischen Fahrt von fast einem Monat auf St. Xian gelandet, so überfiel ihn am 20. November 1552 ein heftiges Fieber, und von einem unwissenden Arzte behandelt, starb er an dieser Krankheit 12 Tage nachher, am 2. Dezember, in einem Alter von nur 46 Jahren. Da lesen wir in einer Fußnote zu: Er war anno 1506 auf dem Schlosse Xaviero in Navarra am Fuße der Pyrenäen geboren. Ja, Navarra, das kennen wir auch heute noch, hauptsächlich eben als Weinbaugebiet im Nordosten Spaniens. Das war das Ende eines Mannes, der sich den größten Gefahren aussetzte und das, was er christliche Religion nannte, auch in den entlegensten Ländern zu verbreiten. Eines Mannes, dessen Mut und Standhaftigkeit selbst das größte Unglück nicht beugen konnte und der sich selbst dem tapfersten Soldaten gleichzustellen das Recht hatte. Aber auch eines Mannes, der nie im Dienste der Menschheit, sondern nur in dem des Papsttums stand und der sich nicht im geringsten scheute, durch seinen mehr als unklugen Eifer die christliche Lehre geradezu lächerlich und zum Gespötte der Ungläubigen zu machen. Sein Orden verdankt ihm außerordentlich viel, denn er legte den Grund zu den vielen Etablissements, deren sich die Gesellschaft Jesu nur wenige Jahrzehnte später in Indien, Japan und China zu erfreuen hatte, und ohne sein anfeuerndes Beispiel hätten seine Nachfolger im Missionswerke sicherlich das nicht geleistet, was sie notorisch zum großen Staunen der Welt zustande brachten. Eben deswegen ehrten ihn auch seine Mitbrüder ganz außerordentlich und brachten seinen Leichnam, der im ersten Augenblicke ganz zeremonienlos zu St. Xian eingescharrt worden war, schon nach 2 Jahren mit großem Pompe nach Goa, um ihn da im Kollegium des heiligen Paulus feierlich beizusetzen. Ein noch prachtvolleres Mausoleum wurde ihm später in der Jesuitenkirche zu Goa errichtet. Und ein ähnliches steht in der Jesuitenkirche zu Rom, wohin man auf Befehl des Ordensgenerals Claudius Acquaviva einen Arm von Xavieri brachte. Ja, das ist wieder ein Relikt, ne? Zu diesem Behufe wurde der Leichnam anno 1612 ausgegraben und ein Wundarzt musste den Arm ablösen.
Auch soll bei dieser Operation das Blut so hell und klar geflossen sein, wie bei einem Lebendigen. Ja, natürlich. 1612. Wann starb er, haben wir gerade eben gelernt? 1572 oder sowas, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hihi. 1552 ist er gestorben. 1612 haben sie ihn ausgegraben und haben ihm einen Arm abgeschnitten, um eine Reliquie zu haben, weil das ist die römisch-katholische Kirche, Leute. Glaubt es oder glaubt es nicht? Ja? Die römisch-katholische Kirche ist ein Reliquienanbeter. In jeder Kathedrale ist es notwendig, dass Leichen liegen. Selbst in jeder Kirche, jeder Altar, war das jetzt jede Kirche oder war es eine bestimmte Kirche, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, ist es wichtig, dass da Reliquien sind, dass da Totenteile drin sind, ja? Also solche Sachen wie zum Beispiel irgendwelche Knochen oder, oh, ihr werdet das lernen, wenn ich das Buch lese von Ralph Wutrow, die babylonische Mysterienreligion, das ich ja in Englisch bereits gelesen habe, habe ich auch in Deutsch, werde ich auch demnächst in Angriff nehmen, das Buch zu lesen. Und da werdet ihr das lernen, dass der römisch-katholische Kult ein absoluter Reliquienkult ist. Es ist so wichtig, einen Finger von einem Toten, einen Arm von einem Toten, einen Zeh von einem Toten, einen Zahn von einem Toten, einen Schädel von einem Toten, was auch immer zu haben. Das ist so wichtig in der römisch-katholischen Religion. Das ist Reliquienkult, das ist Narzissmus, das ist Nekromantie, wie man das im Englischen sagt, Necromancing, ja, Nekromantie. Das ist sowas vom antibiblisch. Ja, und auf der anderen Seite so typisch für die römisch-katholische Kirche. Ja? Also schneiden sie ihm einen Arm ab und bringen den dann dahin, nach Rom. Und dann behaupten sie tatsächlich hier, bei dieser Operation soll das Blut so hell und klar geflossen sein wie bei einem Lebendigen. Also zum ersten Mal, bei einem Lebendigen fließt das Blut nicht hell. Also mein Blut und soweit ich was sehe, wenn irgendein Blut abgenommen wird und so, ist immer ziemlich dunkel. Nicht besonders hell. Und nach 60 Jahren, bitteschön, nach 1552 ist das passiert und 1612 ausgegraben, das ist 60 Jahre später, da soll das Blut so hell und klar geflossen sein wie einem Lebendigen. Da werden sie ihm wohl irgendwas reingemacht haben, als sie ihn balsamiert haben oder sowas wahrscheinlich. Ne? Also. Aber das sind eben diese abergläubischen Dinge. Ne? Oh ja, da haben 60 Jahre später haben sie den Arm abgeschnitten und das hat geblutet. Oh, das war eigentlich noch lebendig. Diese Sagen, dieser Aberglaube, das ist, wovon der römische Katholizismus lebt. Tut mir leid, das so frank und frei sagen zu müssen, aber das ist nun mal Fakt. Die Hauptsache aber war, fährt der Autor fort, dass Antichrist Papst Paul V. den Apostel Indiens, wie man Franz Xavier nach seinem Tode nannte, selig sprach. Und Antichrist Papst Gregor V. ihn am 12. März 1622 gar unter die Heiligen versetzte. Ein Aktus, der aber erst am 6. August des Jahres darauf von Antichrist Urban VIII. Der Christenheit bekannt gemacht wurde. Noch später, anno 1747, erteilte ihm Antichrist Papst Benedikt XIV. Den Ehrentitel des Protektors von Indien und Könige wie Königinnen beeilten sich, ihm Gotteshäuser zu erbauen, welche man natürlich nach seinem Namen benannte. Ich habe mich über die Tätigkeit Franz Xaviers in Asien ziemlich weitläufig verbreitet. Denn derselbe war eine allzu interessante Persönlichkeit, als dass ich nur so kurz und obenhin hätte über ihn hinweggehen können, sagt uns der Autor hier. Und ich stimme ihm zu, was er uns hier an Kenntnis über den Franz Xavier gebracht hat, finde ich einfach wunderbar. Habe ich auch noch nirgendwo anders gelesen, aber ich habe natürlich auch noch nie so eine tiefgehende Geschichte der Jesuiten gelesen. Aber dafür applaudiere ich den Theodor Griesinger, wie er uns das hier erzählt aus der Geschichte der Gründung der Jesuiten. Was aber seine Nachfolger im Amte betrifft, ich meine die Gefährten und Streiter Jesu, die nach ihm in Japan, China und Ostindien das Missionswerk betrieben, so werde ich mich etwas kürzer fassen und weniger auf die verschiedenen Schicksale, die sie erfuhren, als vielmehr auf das Resultat hinweisen, dessen sie sich schließlich zu erfreuen hatten.
In Ostindien hatte Xavier den Weg schon vollständig gebahnt, denn durch ihn waren in allen bedeutenden Plätzen, welche sich die Portugiesen unterworfen hatten, jesuitische Establishments, hießen sie nun Kollegien oder Residenzen oder Missionen, gegründet worden. Und es handelte sich also nur darum, ihre Anzahl zu vermehren und sie selbst zu vergrößern. Aber eben sehen, dass ich hier ein bisschen runterscrollen kann. So. Letzteres gelang den Söhnen Loyolas überall leicht. Einmal, weil die portugiesischen Statthalter ihnen auf Befehl des Königs Don Alvarez von Utande fast einzeln stehende Ausnahme, auf alle Weise in die Hände arbeiteten. Zum anderen, weil sie mit Hilfe des von ihnen errichteten Inquisitionstribunals alles, was ihren Absichten im Wege stand, mit Leichtigkeit beseitigen konnten. Ersteres aber, das Vermehren der Missionen, fiel auch nicht schwer, denn sie rückten überall hin nach, wohin die Portugiesen oder auch andere europäische Eroberer vordrangen, und überdies wussten sie, wo sie einmal festen Fuß gefasst hatten, durch ein einfaches Mittel sogleich eine christliche, also katholische Gemeinde herzustellen. Worin bestand nun aber dieses einfache Mittel? In nichts anderem als darin, dass sich die Herren Missionäre als indische Priester, das ist als Brahminen oder Brahmanen, in ganz Ostindien findet man die Brahma-Religion, kleideten, um vor den Indiern, die einen angeborenen Widerwillen und ein sehr in der Natur begründetes Misstrauen gegen Ausländer hatten, als Eingeborene zu figurieren, sowie dann auch noch darin, dass sie die bisherigen heidnischen Religionsanschauungen und Gebräuche der Ostindier mit dem Christentum, das sie lehrten, förmlich verschmolzen. Oh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den ich hier gerade eben gelesen habe. Und das ist wieder mal ein Beweis dafür, dass das Buch Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop unglaublich wichtig ist zu kennen und zu lesen. Wir lesen hier, dass die Inder, hauptsächlich die Inder, aber auch ganz sicher Japaner und Chinesen auch, aber wir sprechen hier jetzt über die Ostinder im Augenblick, dass die ein begründetes Misstrauen gegenüber Fremden hatten. Also wenn man dann da hinkommt als Fremder und man gibt sich dann als mehr oder weniger Eingeborener aus, das wird man natürlich durchschaut. Aber wenn ich dann in ihrer Glaubenslehre so bekannt bin und dann eine Falschlehre daran verbreiten kann, um ihr Vertrauen zu erwecken, das ist der Schlüssel, den die Jesuiten hatten. Und die hatten sie darum, weil eben die Lehre des Buddhismus in Indien genau dieselbe babylonische Fundierung hat wie der römische Katholizismus. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Satz, wie der Griesinger uns das hier mitteilt. Ich lese es nochmal, was ich jetzt hier eben blau eingerahmt habe. Dass sich die Herren Missionäre als indische Priester, das ist als Brahminen oder Brahmanen, und da könnt ihr in Alexander Hislops Buch sehr viel überlesen, über die Brahmanen, in ganz Ostindien herrschte ja die Brahma-Religion, dass sie sich also in ganz Ostindien als indische Priester oder Brahminen oder Brahmanen kleideten, um vor den Indiern, die einen angeborenen Widerwillen und ein sehr in der Natur begründetes Misstrauen gegen Ausländer hatten, als Eingeborene zu figurieren, sowie dann auch noch darin, dass sie die bisherigen heidnischen Religionsanschauungen und Gebräuche der Ostindier mit dem Christentum, das sie lehrten, förmlich verschmolzen. Ich gehe jetzt nicht da zurück, aber wenn ihr nochmal zwei, drei Seiten zurückscrollt, wenn ihr in eurer eigenen Kopie dieses Buches mitlest oder ihr wollt es nochmal nachlesen, geht darin zurück, wo uns Griesinger gesagt hat, wo überall die Übereinstimmungen lagen zwischen dem Glauben des Buddhismus, das war in Japan, wo das stand, und dem Glauben des römischen Katholizismus. Ja? Klöster für Mönche, Klöster für Nonnen, Emeriten, Zölibat, Kopfscheren, Rosenkranz, Prozessionen und so weiter und so weiter. All diese Dinge gibt es in der Religion da in Ostindien und die gibt es im römischen Katholizismus. Also habe ich doch ganz leicht damit einzuhaken. Ja? Dann kann ich die Leute natürlich auch
ich sag mal jetzt mehr oder weniger, bekehren. Ja? Die guten Hindus oder Ostindier durften Hindus bleiben, wenn sie sich nur dazu hergaben, getauft zu werden und fortan den Namen Christen zu führen. Ja, es war nicht einmal nötig, bei der Taufe einen christlichen Namen anzunehmen, wenn die Leute es vorzogen, ihren bisherigen heidnischen zu beizubehalten. Denn der Apostel Paulus sagt ja selbst, man soll allen alles werden. Ja, wo sagt Paulus denn das? Man soll allen alles werden. Es wäre mir nun natürlich ein leichtes, eine ganze Liste von Jesuiten aufzurollen, welche als Braminen im Lande herumreisten und als solche das Kreuz Christi, wenn nicht mit Füßen traten, doch wenigstens geradezu verleugneten. Allein, ich begnüge mich mit zweien von ihnen, hoffend, dass deren Beispiel dem Leser ein hinlänglich klares Bild von der jesuitischen Wirksamkeit und Aufführung in Ostindien geben werde. Der eine von ihnen nämlich, der Pater Constantino Beschi, welcher die Hindusprache und sogar das Sanskrit ganz genau studiert hatte, ahmte die Sitten und Manieren sowie die Lebensweise der Brahminen so genau ins Detail nach, dass das Volk von Deccan, wo er sich besonders lange aufhielt, anfing, ihn wie einen Heiligen, wohlverstanden für einen Heiligen im Heidenhimmel, zu verehren. Und als er vollends Volksgedichte in indischer Sprache herausgab, so wurde alle Welt seines Ruhmes voll. Was war nun das Resultat hiervon? Der Beherrscher von Deccan machte ihn zu seinem ersten Hofbeamten und Minister. Natürlich in der Voraussetzung, einen wirklichen Brahminen vor sich zu haben. Und Constantino Beschi fand sich durchaus nicht gemüßigt, denselben über diesen Irrtum aufzuklären. Im Gegenteil erschien der ehrwürdige Pater auf europäische Sitten und Abstammung vollständig verzichtend, von jetzt an nur noch in prachtvollem orientalischen Kostüme, reitend auf einem reich geschirrten Pferde oder von Sklaven in einem Palantin getragen und immer in Begleitung einer zahlreichen indischen Leibgarde, welche hoch zu Ross den Pöbel aus dem Weg des hohen Herren trieb und zugleich mit Trompetenstößen sein Kommen und Gehen kundtat. Kein Mensch hätte ihm angesehen, dass er ein Europäer, und noch weniger, dass er ein getaufter Christ sei. Ein Jesuite aber blieb er deswegen noch sein Leben lang, und seine Mitbrüder waren auch nicht wenig stolz auf ihn. Oh, das Buch liest sich so fantastisch. Ich finde es jedes Mal schade, wenn ich zum Ende komme. Eine ganz andere Wirksamkeit entwickelte der sehr ehrwürdige Pater Barthelemy Acosta, wenn er, das zweite der von mit anzuführenden Beispiele, hielt sich nicht vornehm an die Höchsten des Landes, sondern trieb sich vielmehr unter der tiefsten des Volkes herum. Das Wort verstehe ich jetzt eben nicht. Hefe kann das ja wohl nicht sein, oder? Höchsten Hesse. Also er trieb sich jedenfalls in den unteren, in den Niederungen des Volkes herum. Natürlich aber von ganz denselben Zwecken und Absichten getrieben, wie Constantino Beschi, der Premierminister und Großviramamuni. Mal, was für einen Titel haben die denn da? Großviramamuni. Namentlich suchte er die verrufenen Wohnungen der öffentlichen Tänzerinnen und Buhlerinnen, das ist die Hütten derer, die man Bayaderen nennt, auf, und machte sich wohlwissend, dass sie, die täglich und stündlich bereit sind, dem Gotte der Liebe Opfer zu bringen, einen ganz außerordentlichen Einfluss auf die Männerwelt besitzen, so vertraut mit ihnen, als es nur möglich war. Er spielte mit ihnen, er sang mit ihnen, er tanzte mit ihnen, er trank mit ihnen, er war ihr innigster Freund auf Du und Du. Die armen Geschöpfe waren daher ganz entzückt von ihm und wünschten nichts mehr als durch ihn, der es ihnen so leicht machte, in den Himmel befördert zu werden. Habe ich jetzt den ganzen Satz gelesen?
Die armen Geschöpfe waren daher ganz entzückt von ihm und wünschten nichts mehr als durch ihn, der es ihnen so leicht machte, in den Himmel befördert zu werden. So, richtige Betonung. Nur eines stand ihrem Übertritt zum Christentum, also Katholizismus immerhin, bitteschön, immer bedenken. Nur eines stand ihrem Übertritt zum Katholizismus entgegen, nämlich das, dass man ihnen gesagt hatte, die christlichen Priester verdammten das Handwerk, von dem sie lebten, als ein sündhaftes Laster, und somit zauderten sie von Stunde zu Stunde, das Sakrament der Taufe zu empfangen. Was tat nun aber der ehrwürdige Pater? Er lehrte sie, dass sie Christinnen werden und doch, ohne eine Sünde zu begehen, fortfahren könnten, dem Gotte der Liebe Opfer zu bringen, sobald sie einen Teil ihres Erwerbes der katholischen Kirche weihten und mit denen, welche sie ihren Körper preisgaben, wenigstens einen Versuch der Belehrung machten. Das ist eine jesuitische Taktik, um zu proselytieren, um zu bekehren. Das muss ich ja mal sagen. Wie bringt man auf Hochdeutsch eine Hure dazu, eine Christin zu werden? Sag ihr, dass ihre Sünden vergeben sind, wenn sie einen Teil des Geldes an die Kirche dann abführt und wenn sie einen Versuch macht, ihre Freier zum Christentum zu bekehren. Welche Abgründe tun sich hier über die Jesuiten auf? Das ist echt unglaublich. Aber wie gesagt, ich kann es ja nicht oft genug wiederholen, meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Ich habe das Buch auch nicht vorher gelesen. Ich lese diese Sätze hier zum ersten Mal. Deswegen habe ich auch mit manchen Worten so meine Probleme. Dafür meine Entschuldigung. Aber das finde ich ja nun echt absolut den Hammer. Das ist eine Art und Weise, wie die Jesuiten arbeiten können. Was tat nun der ehrwürdige Pater? Er lehrte sie, dass sie Christinnen werden und doch, ohne eine Sünde zu begehen, fortfahren könnten, dem Gotte der Liebe Opfer zu bringen, sobald sie einen Teil ihres Erwerbes der christlichen, also katholischen Kirche weihten und mit denen, welchen sie ihren Körper preisgaben, wenigstens einen Versuch der Belehrung machten. Das haut dem Stärksten fast die Krone aus dem Gesicht, ne? Ja, das ist, ja, vor allen Dingen dann natürlich das Geld bezahlen. Also mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche wird zum Zuhälter, ne? Oder wie kann man das anders sagen? Auf diese und andere Weise wussten sich die Jesuiten überall in ganz Ostindien einzunisten. Und solange die Herrschaft der Portugiesen dauerte, solange blieben sie unbeschränkte Herren des Terrains. Das heißt, sie durften das ganze ungeheure Kapitel ganz allein ausbeuten, ohne dass es einem anderen Orden gestattet wurde, ebenfalls Proselyten zu machen und Kollegien nebst Residenzen zu gründen, denn die Könige von Portugal liebten sie, wie wir hier nachsehen werden, fast über alle Maßen. Wie aber nach Verfluss eines Jahrhunderts auch andere seefahrende Nationen, insbesondere die Franzosen, die Holländer und die Engländer herbeikamen, um sich an der großen Jagd auf Indiens Reichtum zu beteiligen, und wie dann nach und nach die Macht der ersten Eroberer von allen Zeiten zusammenstürzte, da kam auch der jesuitische Besitz zu Falle. Darauf jedoch, so wie, auf welche Weise es die Jesuiten während der Zeit ihres Glanzes in Indien trieben, werde ich im 4., 5. und 7. Buche zu sprechen kommen. Für jetzt genügt es zu wissen, dass die Gesellschaft Jesu in religiösen und kirchlichen Dingen über 100 Jahre lang die Alleinbeherrscherin Indiens war. Ganz ebenso glückte es ihnen auch in Japan, obwohl mit weit größerer Mühe als in Indien, und schon im Jahre 1573, also nur 21 Jahre nach Xaviers Tode, durften sie sich rühmen, fast in der Hälfte der 100 kleinen Königreiche, in welche das große Kaisertum geteilt war, größere Niederlassungen zu besitzen. Überdem war es eine Tatsache, dass damals bereits über 2 mal 100.000 Japanesen, unter dieser Zahl sind die Weiber und Kinder nicht mit inbegriffen, zu ihrer Fahne geschworen hatten, und man kann es daher nicht bloß als eine
Aufschneiderei betrachten, wenn sie den Päpsten zu Rom stolz zuriefen, dass sie nicht ruhen würden, bis sie ganz Japan unter die Herrschaft des Katholizismus, Christentums, gebracht hätten. Wem verdankten nun aber die Jesuiten diesen großen Erfolg? Einzig und allein ihrer Klugheit und dem Umstande, dass Japan kein einiges und einziges von nur einem Monarchen beherrschtes Reich bildete. Schon dem Franz Xavier hatte es eingeleuchtet, dass er sich in die Japanesen schicken müsse, wenn er sie für seine Sache gewinnen wolle, nicht umgekehrt. Und deswegen war er, wie wir gesehen haben, als Bonze aufgetreten. Ganz dieselbe bequeme Moral befolgten auch seine Gefährten, die er in Japan zurückließ, nämlich Gome von Torres, Juan Fernandez, Cosmos oder wie sie sonst heißen mochten. Und jeder hütete sich wohl, was man sagte, mit der Türe ins Haus zu fallen. Der Platz sollte nicht im Sturme genommen werden, sondern ganz sachte, auf allen Vieren kriechend und von Laufgräben bedeckt, rückten die heiligen Väter vor, und überdem stellten sie der Besatzung so leichte und angenehme Bedingungen, dass diese fast gar nicht umhin konnte, sich zu ergeben. Erlaubten die Väter Jesu ihren Täuflingen ja doch sogar noch nach der Bekehrung die heidnischen Pagoden zu besuchen und sich vor ihren Göttern, dem Jebishu, dem Daikotu, dem Fraziman, dem Totei oder wie sie sonst hießen, anbetend niederzuwerfen, wenn sie diese Huldigung und Verehrung nur in Gedanken auf Christum übertrügen. Ja, also mit anderen Worten, ich kann vor jedem Bildnis, jeder Abbildung, was Gott sowieso verdammt, niederfallen und die anbeten, wenn ich das im Gedanken an Christus mache. Genauso haben sie übrigens Weihnachten eingeführt in das Christentum. Das ist ja das Fest des unüberwindbaren Sonnengottes. Und das ist ihnen auch nur auf die Art und Weise gelungen, dass man eben seinen Sonnengott anbeten konnte, aber das dann halt im Namen von Jesus Christus machte. Und so haben die Jesuiten, oder so hat die römisch-katholische Kirche das geschafft, Weihnachten einzuführen. Also, das finde ich ja nun straff hier. Ne? Die können sich ihren Götzen niederwerfen, wenn sie diese Huldigung und Verehrung nur, in Anführungszeichen, in Gedanken auf Christum übertrügen. Doch wäre die Eroberung sicherlich nicht so leicht und ohnehin nicht in so großem Umfange möglich gewesen, wenn nicht die Zerrissenheit des großen Reiches dazu verholfen hätte. Jeder der verschiedenen Unterkönige nämlich suchte nur seine eigene Vergrößerung, nicht die des gemeinschaftlichen Vaterlandes. Und somit herrschte eine ewige Eifersucht, ein immerwährender Neid und Hass unter diesen Duodezregenten heißt es hier, ja. Keinem von ihnen lag etwas anderes mehr am Herzen als die Unterdrückung oder doch Verkleinerung des Nachbars. Und jedes Mittel, welches hierzu führen konnte, hieß man von Herzen willkommen. Ja? Der Zweck heiligt die Mittel, da hast du mit den Jesuiten ja gerade die richtigen Leute an der Hand. Insbesondere glaubten sich einzelne dieser kleinen Despoten einen großen Vorteil davon versprechen zu dürfen, wenn sie mit der seefahrenden Nation der Portugiesen in Handelsverbindungen träten oder wenn man es ihnen gar gelänge, ein Bündnis mit diesen tapferen Männern, welche soeben Ostindien erobert hatten, einzugehen. Durch wessen Vermittlung aber konnten derartige Verbindungen besser und leichter hergestellt werden als durch die der Jesuiten? Denn letzteren, ich verweise den Leser auf die Aufnahme, welche Franz Xavier bei Eduard von Gama im Seehafen von Bungo fand, wurde ja überall von den portugiesischen Seeleuten mit fast knechtischer Unterwürfigkeit begegnet. Und wo nur immer ein portugiesisches Schiff in einem japanischen Hafen ankerte, da durften die Söhne Loyolas gewiss sein, dass sich dessen Kapitän ihnen zur Verfügung stellte,
dieweil ja ihr Orden damals am Hofe von Lissabon allmächtig war. So, jetzt muss ich mal eben die Lesung unterbrechen, weil wir sind bei einer guten Stunde angekommen. Mal sehen, wie weit das hier noch geht. Aber das ist ein bisschen zu lange, ne? Ja, das Kapitel geht noch eine Zeit lang weiter. Dann werde ich das hier auf Seite 115 im Buch oder 133 im PDF die Lesung von heute hier beendigen. Beenden. Ich spreche mal so ein Flämisch-Deutsch-Mix. Also, ich habe richtig was gelernt heute und ich kannte schon einige Dinge. Und wieder ist das etwas, was ich mitgenommen habe. Ich wusste, dass Franz Xavier in Indien war. Ich wusste, dass er in Japan war. Ich dachte sogar, dass er in China gelandet sei, aber das war halt nur auf der Insel vor Kanton anscheinend. Aber da kann man mal sehen. Man kriegt halt heute in 2018 mit, wie der Franz Xavier da veneriert wird, wie er verehrt wird, welche Gebäude und alles ihm zu Ehren gebaut werden. Und man sieht nur das und man denkt, seine Mission muss ja unglaublich erfolgreich gewesen sein. Im Endeffekt war es das überhaupt nicht. Da ist er überall rausgeschmissen worden. Also der Franz Xavier, der kommt einem ja fast vor wie ein zweiter Ignatius von Loyola. Wie der ja auch belächelt wurde, wisst ihr noch, als wir das gelesen hatten, als er nach Jerusalem ging. Und da meinte, die Türken, also die Islam, die Muslime überzeugen zu können vom Christentum, obwohl er von deren Religion, wie man so schön sagt, keinen Käse gegessen hat, also keine Ahnung hatte. Ja? Ach, das fand ich eine sehr interessante Geschichtsstunde. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich sage Spaß in dem Sinne nicht, weil, dass ich mich jetzt hier irgendwie amüsiere oder so, aber wenn man so in diese Buchlesung reingeht, mir gibt das unglaublich viel, mir gibt das eine unglaubliche Genugtuung und ich danke dem Heiligen Geist dafür, dass er mir hilft, diese Frakturschrift einigermaßen vernünftig zu lesen und dieses Buch, obwohl ich es vorher noch nie gelesen habe, mit dieser Ausdrucksweise euch bringen zu können. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass ihr da auch von lernt, von diesem Buch und ansonsten, wie gesagt, das wichtigste Buch, das wir überhaupt als Menschen nur haben können, ist und bleibt die Bibel. Das ist der Maßstab von allem. Die erst und dann solche Bücher, um diese Geschichte zu studieren. Das war der 11. Teil der Buchlesung von Theodor Griesinger über die Jesuiten und ihre Entwicklung in Asien, wie wir gelesen hatten. Und bis zum nächsten Mal beim 12. Teil. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut. Ich genieße jetzt meinen Sabbat, bis ich dann morgen wieder die nächste Lesung mache. Am Samstag, also am nächsten Morgen, nicht morgens, aber nicht morgen der nächste Tag, aber am nächsten Morgen, am Sabbatmorgen, dann werde ich wieder meine nächsten Lesungen machen. Und ich hoffe, euch dann auch in Zukunft wiedersehen zu können. Danke fürs Zuhören und Zuschauen, für eure Kommentare. Und möge Gott euch behüten, beschützen und segnen auf all euren Wegen. Maranatha.